Die Handball-Bundesliga mit dem TVM Stetten auf WMTV wird Ihnen präsentiert von Salvus, quellfrisch aus dem Münsterland. Trainer Patrick Lillestrand und sein Hund Elvis haben alles im Griff. Härchen die Pfeife und der Vierbeiner das Stöckchen. Heute Morgen um 10 Uhr leiteten beide das Training des TVM Stetten. Nach dem Sieg in Bad Schwartau stand für die Mannschaft bei Nieselregen eine 50-minütige Intervalleinheit auf dem Programm. Für manche Spieler die Gelegenheit, sich ihrem inneren Schweinehund zu stellen. Ja, am liebsten spiele ich natürlich nur mit einem Ball, aber ja, am Schein gehört das auch dazu und dann soll man das machen. Aufwärmphase, dann 3x8 Minuten mit wechselndem Tempo, zum Schluss noch auslaufen. Doch ganz insgeheim freuen sich die meisten Spieler schon auf heute Abend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Halle wieder heute Abend, aber ja, man braucht das. Also ohne Lauftraining oder Intervalltraining, dann geht gar nichts. Und ja, also ich, von mir aus gesehen, also ich habe kein Problem mit Laufen, also ich mache das eigentlich sehr. Das Team macht einen guten und gelösten Eindruck. Verarbeitet ist der schwache Auftritt im Heimspiel gegen den DHC Rheinland vor 2 Wochen. In Bad Schwartau holte sich der TVE verdient die 2 Punkte. Da war eigentlich, glaube ich, unser bestes Spiel bis jetzt. War sehr gute Mannschaftsleistung. Alle hat gekämpft und da war, okay, wir hatten marginal auf unserer Seite, aber wir haben auch das ganze Spiel geführt. So, wir haben das auch verdient gewonnen. Die Mannschaft hat es sich verdient, da man konzentriert agierte und das Tempo hochhielt. Jetzt im Ganzen gesehen war es eigentlich eine mannschaftliche, also sehr gute Leistung. Also wir haben 60 Minuten über sehr gut gekämpft und finde ich sehr gut in der Deckung gespielt und da mit dem auch unseren Torhütern geholfen und was auch sehr gut gehalten hat. Und ja, eine starke Deckung ist sehr wichtig. Also und dann kann man auch gegen jeden gewinnen eigentlich. Janko Bosovic erzielte in Bad Schwartau 5 Treffer. Auch er hat sich gesteigert. War doch seine Leistung gegen den DHC Rheinland nicht gerade die beste. Ja, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Ich habe da jetzt das letzte Spiel zu Hause war nicht so, so unglücklich für mich. Also da hat gar nichts geklappt, aber das passiert. Man kann nicht jedes Spiel jetzt gut spielen und man hat solche Phasen. Aber ich finde also, dass ich bis jetzt eigentlich eine ganz so gute Saison gespielt habe und ich hoffe, es geht weiter so und dass ich mich noch steigern kann. Die Leistungssteigerung ist eine Sache. Im Spiel gegen den DHC Rheinland hatte der Österreicher seine Emotionen nicht im Griff. Nach einer Tätlichkeit gegen ihn konnte Bosovic nur mit Mühe von seinen Teamkollegen beruhigt werden. Auch daran muss er arbeiten. Also mir ist das eigentlich noch nicht passiert, sowas, und keine Ahnung. Also ich hoffe es, ich versuche es, dass das nie wieder passiert. Mit einem weiteren leidigen Thema hat der TVE schon genug Erfahrung. Wie in der vergangenen Saison fallen in der Spielzeit 2011-2012 mehrere Leistungsträger mit Verletzungen aus. Auch wenn wir nicht das nutzen als Entschuldigung soll, so haben wir unglaublich viele Verletzungen gehabt. Gegen DHC war Stefan Tünnemann krank, Patrick Qualwick hat da Bandscheibenvorfall und dazu war der André Kutschew und auch im Kodas. So, und diese 6 erste Spiele, was wir gespielt haben, eigentlich sollen wir froh sein, dass wir 6 Punkte haben. Für wir könnten schnell damit 0 oder 2 Punkte stehen, wenn wir noch mehr Pech gehabt. Aber die Leute, wenn wir fit sind, dürfen nicht auf diese Verletzungsdinge konzentrieren. Das ist keine Entschuldigung. Wir sollen eigentlich besser spielen. Aber ich bin okay zufrieden, auch wenn wir könnten mehr Punkte haben. Auch für Janko Bosovic, der im Sommer zum TVE wechselte, ist die Verletzungsmisere Neuland. Also so viel wie hier, muss ich ehrlich sein, habe ich nicht gehabt. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder komplett sind und dann glaube ich, dass wir noch besser spielen werden und das Ziel erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Den Anfang kann der TVM Stetten am kommenden Samstag machen. Dann gastiert die HSG Düsseldorf in der Ems-Halle. Wir haben am Anfang der Saison haben wir beim Turnier gegen die gespielt und wir kennen die schon ein bisschen und ja, ich hoffe, wir werden das Spiel dann am Samstag gewinnen zu Hause. Das wäre sehr wichtig und dann wäre alles wieder im Lot, glaube ich.
Mit einem Erfolg gegen Düsseldorf und 8:6 Punkten wäre wirklich alles im Lot. Und außerdem würden mit einem Sieg Intervalltraining und Stöckchenspielen auch nächsten Dienstag wieder so richtig Spaß machen.